Heute zum Sonntag wollte ich euch mal die einfachste Art des Airdrop-Farmings mit Hilfe eines Farming-Bots vorstellen. Und zwar in diesem Fall mit Hilfe der Farming-Plattform Farmbase. Diese bieten an, auf vier verschiedenen Netzwerken, aktuell ist Base, Solana, Linea und Scroll verfügbar, für Airdrops zu farmen. In diesem Fall natürlich bei Base, Linea und Scroll für den Governance-Token der Chain, der potenziell in Zukunft rauskommen wird. Und bei Solana reden wir von den Ökosystemprojekten, also beispielsweise Lending auf dem Netzwerk zu betreiben, Yield Farming oder generell einfach Liquidität auf verschiedenen Plattformen zur Verfügung stellen. Ich möchte euch heute das Ganze an dem Beispiel von Base zeigen mit einer Demo-Wallet hier in diesem Fall, was diese jetzt mittlerweile schon gemacht hat, seit ich das Ganze laufen habe. Ich habe hier, wie gesagt, jetzt einen Demo-Account, habe auf einem anderen Account noch mehrere Wallets laufen und teste die Plattform jetzt seit circa 2,5 Wochen an, um zu schauen, wie der Bot hier arbeitet, beziehungsweise welche Transaktionen er vornimmt. Ich denke, das Wichtigste für alle am Anfang ist natürlich immer, was kostet das Ganze, beziehungsweise wie kann ich das machen? Und zwar bieten sie das Ganze hier sowohl in der kostenlosen Version als auch in der kostenpflichtigen bzw. in Abo-Version an. Die kostenlose Version basiert darauf, dass ihr letztendlich, wenn ihr einen Airdrop in Zukunft erhaltet, 25% eures Airdrops an das Team hinter Farmbase abdrückt. Wenn ihr allerdings das Abo-Modell in Kauf nehmt, zahlt ihr, wenn ihr hier die EVM-Chains verwendet, also Base, Scroll oder Linea, $25 pro Monat. Wenn ihr Solana Premium verwendet, könnt ihr das Ganze für $15 pro Monat nutzen. Der Unterschied hier ist in dem Fall, wenn ihr die kostenlose Version habt, könnt ihr maximal 10 Wallets auf EVM und 10 Wallets auf Solana verwenden. Kostenpflichtige Version wiederum habt ihr unbegrenzt Wallets zur Verfügung, mit denen ihr farmen könnt. Und das Einzige, was ihr danach letztendlich machen müsst, nachdem ihr euch hier für eine der Optionen entschieden habt, wenn wir jetzt mal hier die kostenpflichtige Version auswählen, beispielsweise hier auf Start Farming gehen, dann müssen wir natürlich erstmal hier eine Wallet verbinden, mit dieser Wallet signen. Ich habe das Ganze mal hier mal kurz mit meiner Revy Wallet und bin dann hier auch schon mit meiner Demo Wallet eingeloggt und dann würde man dementsprechend eine Wallet kreieren. Das wäre dann eine andere Wallet, für die ihr dann entweder den Private Key importieren könnt, also ihr könnt selber mit eurer MetaMask oder was auch immer eine Wallet erstellen und diese dann hier importieren oder ihr lasst euch einfach von der Plattform eine neue Wallet erstellen. Wir schauen uns mal jetzt kurz die Premium-Version hier in dem Fall an. Ich zeige euch natürlich auch noch die kostenlose Version. Wenn wir hier jetzt auf Create Premium Wallet gehen, dann seht ihr, hier wurde jetzt einfach eine Wallet kreiert und er sagt mir hier, ich muss das Ganze jetzt natürlich erst bezahlen und dann letztendlich funden, um diese Wallet auch aktiv zu schalten. Wenn wir jetzt auf To Be Paid gehen, dann würden wir auf diese Wallet weitergeleitet werden und könnten dann direkt zum Checkout weitergehen. Dafür klickt man dann hier einfach auf Complete Checkout. Wenn ihr hier mehrere Wallets erstellt, dann erstellt erst sämtliche Wallets und macht den Checkout einmal. Ansonsten müsst ihr den Prozess jedes Mal einzeln durchlaufen. Also wir klicken dann hier auf Complete Checkout und dann hier auf Checkout One Wallet und dann werdet ihr direkt auf diese Seite weitergeleitet und könnt dann direkt von eurer Wallet diese Gebühr bezahlen, je nachdem in USDT, USDC, auf den verschiedenen Netzwerken. Hier ist Polygon, die Binance Smart Chain und beispielsweise auch Ethereum und Base verfügbar. Ihr würdet das dann einmal bezahlen und könntet dann auch direkt starten, weil eure Wallet direkt freigeschalten wird. Und sobald ihr das Ganze dann bezahlt habt, könnt ihr eure Wallet ausleihen und müsst diese lediglich noch einmal mit Gas Fees funden. Hier in dem Fall, wenn wir jetzt von Base ausgehen, würde ich sagen, dass man mindestens mal 0,1 Ethereum auf die Wallet packt, zum aktuellen Zeitpunkt ungefähr 360 US-Dollar, da natürlich diese Wallet auch arbeiten soll. Dafür geht man dann einfach hier einmal auf Deposit Ethereum und schickt dann die Gelder an diese Wallet. Hier ganz klar, um das dazu zu sagen, macht das von einer zentralen Exchange, um dann nicht letztendlich, vor allem wenn ihr mehrere Wallets habt, als Sybil markiert zu werden. Heißt, wenn hier ein Airdrop rausgegeben wird von den verschiedenen Blockchains bzw. den verschiedenen Projekten und ihr sehen, dass ihr mehrere Wallets in Verbindung hattet, dann kann es sein, dass ihr geblacklistet werdet und gar nichts von diesem Airdrop bekommt. Deswegen fundet diese Wallets im besten Fall immer von der zentralen Exchange. In dem Fall würde ich jetzt dann hier direkt Ethereum von Base hinschicken, beziehungsweise das Ganze auf Ethereum und dann auf Base bridgen, womit man dann sofort auch die erste Transaktion gesammelt hat und auch die offizielle Bridge gleich genutzt hat. Tendenziell natürlich immer, wenn die Gas Fees am niedrigsten sind. Und wenn ihr dann letztendlich Gas Fees auf eurer Wallet habt, wie ich beispielsweise auch auf meiner Demo Wallet, die wir uns hier mal kurz anschauen wollen, hier sind jetzt beispielsweise gerade 0,18 Ethereum drauf und es wurden auch schon die ersten Transaktionen hier am 14. März gesammelt, wo beispielsweise Swaps auf verschiedenen Plattformen gesammelt wurden. Man kann dann hier in der Premium-Version beispielsweise auch immer direkt festlegen, in welcher Häufigkeit diese Transaktionen gesammelt werden sollen.
In der kostenlosen Version ist das Ganze nicht möglich, da ist es standardmäßig auf 10 Tage angelegt. Hier könntet ihr, wie gesagt, das Ganze auf 15, 20 Tage oder einmal monatlich festlegen. In meinem Fall will ich das natürlich so oft wie möglich haben, um natürlich ein paar Transaktionen zu sammeln. Weil wenn man von dem Base Airdrop ausgeht, und ich bin mir ziemlich sicher, dass es einen geben wird, tendenziell gegen Ende diesen Jahres bzw. Anfang 2025, dann haben wir noch 6 bis 12 Monate Zeit, bis dieser Airdrop dann letztendlich ausgeschüttet wird. Hier oben habt ihr dann natürlich immer eine kleine Übersicht, was die Statistiken angeht, und ansonsten könnt ihr einfach auf die Bank weitergehen und dort dann die Transaktionen, die der Bot hier gemacht hat, nachvollziehen. Zum Thema Sicherheit, um das hier natürlich auch anzubringen, Farmbase ist eine zentrale Plattform und sie hätten potenziell die Chance, auf eure Private Keys bzw. auf eure Wallets zuzugreifen. Das sollte euch bewusst sein. Deswegen hier der Hinweis, das Team ist komplett gedoxt. Daniel in dem Fall ist der CEO des Ganzen, der dir diese Plattform aufgesetzt hat, hat einen YouTube-Kanal, hat beispielsweise auch schon mehrere Tutorials dazu gemacht, die ihr euch hier oben anschauen könnt. Also die Jungs dahinter, das ist ein 8-Mann gedoxtes Dev-Team, sind bekannt im Space, sehr, sehr gut vernetzt, und letztendlich ist ja euer Risiko letztendlich auch nur das Kapital, mit dem ihr die Wallet gefundet habt. Also ich sag mal, wenn ihr 0,1 Ethereum auf die Wallet packt, hier in dem Fall bei Base, um dann letztendlich diese Wallet farmen zu lassen, dann ist das euer Risikokapital. Das sollte natürlich jedem bewusst sein. Ich wollte es hier einfach nur einmal anbringen, damit jeder weiß, worauf er sich einlässt. Wenn wir jetzt nochmal zurück auf die Übersichtsseite gehen, dann sind natürlich hier auch sogenannte Anti-Sibyl-Features eingebaut. Also sie achten hier natürlich sehr stark auf eine organische Behandlung dieser Wallets, beziehungsweise dass der Farming-Bot genauso handelt, wie es ein echter Mensch auch tun würde. Also ganz organische Transaktionen auf der Blockchain sammeln, interagieren mit verschiedenen Lending-Borrowing-Plattformen, paar Mal Swaps machen, vielleicht mal von Netzwerk zu Netzwerk bridgen oder sonstiges. Und auch wenn man 10 Wallets beispielsweise parallel laufen hat, ihr werdet es kaum bis gar nicht sehen, das sagt mir zumindest meine 2,5-wöchige Erfahrung, dass diese Wallets gleiche Transaktionen machen. Also jede Wallet wird unterschiedliche Transaktionen vollziehen. Und wenn ihr diese Wallets eben nicht von der gleichen anderen Wallet fundet, das ihr definitiv nicht machen solltet, sondern wie gesagt, nutzt eine zentrale Exchange dafür, dann kann auch keiner nachvollziehen, dass all diese Wallets zu einer Person, in dem Fall zu euch, gehören. Was ich abschließend noch zeigen wollte, sie haben ganz unten auf der Seite einen Kalkulator eingebaut, mit dem man ungefähr anhand der Arbitrum-Airdrop-Kriterien berechnen kann, was letztendlich über die nächsten Wochen bzw. über den Zeitraum, den man hier ausstellt, an Airdrop-Summe bei rumkommen kann. Und wenn wir jetzt einfach mal meine Kriterien verwenden, die ich hier zum Anfang genommen habe, diese 0,2 Ethereum, dann das Ganze einfach mal für 9 Monate berechnen, wenn man davon ausgeht, dass der Base Airdrop ungefähr Ende des Jahres bzw. Anfang nächsten Jahres ausgeschüttet wird und man eine Farming-Häufigkeit von allen 5 Tagen hat, dann sagt er hier, man kann mit der Premium-Version bis zu 5.500 US-Dollar verdienen und mit der kostenlosen Version rund 4.000 US-Dollar, wie gesagt, auf Basis der Kriterien, die dem Arbitrum Airdrop zugrunde lagen. Dadurch, dass wir jetzt vor kurzem auch noch das Denkun-Upgrade hatten, hat man natürlich auch noch kaum Farming-Fees auf dem Netzwerk. Also man zahlt auf Base mittlerweile unter einem Cent in Transaktionsgebühren. Manchmal ist es ein paar Cent, wenn man beispielsweise Liquidität in Pools oder aufwendigere Transaktionen zur Verfügung stellt. Aber letztendlich werdet ihr kaum Kosten haben. Und was beispielsweise auch noch der Fall ist, was ich hier auch noch anbringen wollte, ihr könnt jederzeit, wenn ihr an dieses Kapital dran müsst, es von diesen Farming Wallets auszahlen. Denn ihr habt natürlich die Verfügung über den Private Key, die Wallet gehört komplett euch. Heißt, ihr könntet hier dann einfach auf den Auszahlungsbutton gehen, hier die Auszahlungsadresse eingeben, die Menge eingeben und dann sofort von der Wallet auszahlen. Und ihr habt die kompletten Funds wieder auf einer Wallet, die nicht auf dieser zentralen Farming-Plattform hinterlegt ist. Also aus meiner Sicht eine super Möglichkeit bzw. Ergänzung für Leute, die vor allem nicht so viel Zeit haben, diese Airdrops zu farmen. Natürlich würde ich jetzt hier mit der Plattform beispielsweise nicht den Linear Airdrop farmen, da es dort scheinbar mehr auf Kampagnen ankommt, wie auf die Linear Park Kampagne aktuell. Aber den Base Airdrop bzw. Scroll mit der Plattform zu farmen oder auch die Solana Ökosystem Projekte halte ich für durchaus sinnvoll und mache ich dementsprechend auch nebenbei zu meinen eigenen Tätigkeiten, die ich sowieso in den Ökosystem Projekten vornehme. Schaut euch das Ganze gerne mal an. Am besten auch immer erst die kostenlose Version ausprobieren, ob das Ganze was für euch ist. Und dann könnt ihr immer noch zu jeder Zeit auf die Premium Version wechseln, wenn ihr das Ganze mit mehreren Wallets machen wollt bzw. die zusätzlichen Features freischalten wollt. Wenn ihr Fragen habt oder sonstiges, kommt jederzeit gerne zu uns auf dem Community-Discord, um euch auszutauschen mit Gleichgesinnten, die dieses Produkt vielleicht auch verwenden. Das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da und dann sehen wir uns zum nächsten Video auf meinem Kanal wieder. Bis dann.